Recht herzlich willkommen zur 97. Folge von City Skylines. Ja, wir sind hier vor Ort wieder. Wir haben letztes Mal hier diese schöne Umgehungsstraße gebaut, die die Müllwagen hier unten direkt hinbringen sollen. Dann, ja, haben wir Deponien verschoben. Gucken wir mal noch rein. Ein paar hatten wir hier noch. Die wird noch geleert. Da tut sich auch nichts. Da sind noch drei. Hier war, glaube ich, auch noch eine, ne? Ja. Und dann waren hier hinten noch was. Auch noch eine. Und hier waren aber hier zwei oder drei. Drei. Und davon können wir eine schon verschieben. Cool. So, die bringen wir hier rüber. Und gehen da ja nicht hin, hatten wir ja festgestellt, ne? Machen wir da hin. Und so. Und so. Und dann bauen wir da eine Straße hin. Bedeutet, die ist ein bisschen zu lang geworden, ne? Dann lass uns das mal gerade nochmal da wegreißen. Und wir machen das von dieser Seite aus weiter. So, so ist besser. So, nur nachher gucken, ob das alles so funktioniert, wie wir das vorhaben. Ja, Straße erledigt. Wie ist mit dem? Hier ist auch noch einer. Die anderen sind noch nicht weiter leer. Die auch nicht. Was hatten wir da für ein Symbol? Nicht genügend Rohstoffe, okay. Ja, und dahinter ist ein Bioladen, das ist das Grüne, ne? Aber das ist jetzt leider gerade weg. Gut. Sind nicht happy. Kranke Bürger, da fehlt ein Arzt oder was? Jetzt sind so mit Ärzten aus. Ja, hier könnte noch ein Arzt irgendwo sein, ne? Da. Oder da. Warte, wenn ich hier hinbaue, die Straße geht da rein. Wenn man es hier hinbauen würde. Ja, bauen wir es da hin, oder? Krankenhaus hatten wir ja da unten schon. Kranke Bürger. Ja, hier oben ist noch ziemlich schlecht, ne? Da müssten wir eine Arztpraxis direkt daneben machen. Hier sieht man, ist eine direkt neben und da sind trotzdem die kranken Bürger. Aber sonst sieht's ja relativ gut aus mit den Ärzten, ne? Da ist nebenan eine und trotzdem die kranken Bürger. Wie sieht's hier unten überhaupt aus? Was ist mit krank? Da wird keiner krank auf der Mülldeponie. Ja. Nee, können wir so lassen, ne? Wir machen hier noch einen. Fertig. So, Geld wird noch mehr. Haben wir sonst was für Sachen? Was ist das für ein Symbol? Jetzt ist es. Ne, da ist es. Nicht genügend Rohstoffe. Ist es das oder ist es. Ja, da ist es ja. Gut. Hallo, schließen. Gut. Soweit sieht unsere Stadt aber ganz praktikabel aus, glaube ich. Was ist der nächste Meilenstein bei 80.000? Okay, da sind noch einige weiter. Gut.
Was bauen wir jetzt weiter? Das ist die Frage. Müllgeschichte müssen wir sicherlich im Auge behalten. Da geht's nicht weiter. Können wir eigentlich noch ein Grundstück kaufen? Ich glaube nicht, ne? Naja. Nee, haben wir jetzt nicht die Möglichkeit. Wir können ja mal gucken. Also Strom ist super. Abwasser ist ein Problem. Den Damm, da geht es ja noch weiter. Da haben wir jetzt mittlerweile schon ein Kernkraftwerk. Brauchen wir aber gar nicht, ne? Erstmal. Wasser, Abwasserklärung. Ja, da ist Frischwasser, da ist Abwasser und der leider kommt hier nicht mehr, ne? Wasseraufbereitungsanlagen haben wir. Gut, Müll ist. Müllverbrennung startet, ist schlecht, ne? Da können wir vielleicht noch ein oder andere hier noch hinbauen, oder? Ist ja dann auch noch hier machbar. Machen wir zwei dahin und ist gut. Sollte jetzt besser werden, ne? Braucht nie irgendwie Wasser oder sowas? Ja. Fertig. Wasser läuft, dann sind die auch glücklich. Ist bestimmt Löschwasser. Gut, haben wir. Müll hatten wir. Ärzte und Friedhof. Ja, Friedhof, das ist vielleicht noch ein bisschen knapp, ne, oder? Nee, gar nicht mal. Doch. ...36.000, wir haben 81.000, okay. Wie sieht's denn mit Friedhofen so aus? Da sind die relativ gut verteilt. Hier könnte irgendwo noch einer hin, ne? Kriegen wir da noch einen hin? Na, das ist wohl was. Oh, da ist was zu ändern. Leer. Und da können wir was verschieben und jetzt können wir ja auf den Friedhof hinsetzen, weil wir haben den Müll da ja weggemacht, ne? Mülldeponie, die geht dann auch weg. So, das passt. Kann man wieder einschalten, läuft. So, rein theoretisch haben wir das ja so gemacht, das war neben jeder, also müsste da auch wieder eine Straße nehmen, ne? So, passt. Läuft da auch lang also. Ja, da fahren jetzt auch welche so und so und so. Vielleicht entzerrt sich's dadurch irgendwann mal, wenn wir das fertig haben. Oh, guck mal, da ist irgendwas. Kein Platz mehr. Leert sich. Die anderen sind leer. Okay, hat er jetzt übernommen. Gut. Rein theoretisch müssten wir jetzt mal hier gerade einklinken und nach da machen, ne? Ne, da passt was dann nicht. Können wir gerade Maß nehmen, indem wir die neue auswählen und siehe da, passt nicht hin. So wird sogar passen, gucken wir an. Aber brauchen wir da gerade nicht. Das heißt, diese Straße müsste weg. Dann könnten wir mal irgendwann einen umziehen. Ja, hier ist alles gut, ne? Aber hier hinten, warum die da jetzt so ein Theater machen, ne? Weiß ich nicht.
sind die Müllwagen von diesen zwei gewesen. Eigenartig. Da fahren jetzt so wieder welche hin, ne? Jetzt kommen aber von denen auch welche hin. Schon komisch. Na, guck mal, da ist auch einer voll. Und dann auch leer, ne? So sollte werden. Oh, da ist was abgebrannt. Das war eine Müllverbrennungsanlage, okay. Ja. Zack, wieder hin und fertig. Die läuft dann gleich auch wieder. Da ist ein großer Einbahnstraßenkreisverkehr geworden. Der wird auch vierspurig befahren, oder? Dreispurig? Ne, vierspurig. Das passt dann schon. Güterzug. Na dann. Tja. Gut, dann gucken wir mal hier weiter. Feuerwehr wäre hier hinten unten ja zu machen, ne? Will ich jetzt sogar eine große machen. Geht hier irgendwo zwischen? Ne. Hier in der Mitte will er auch nicht. Das würde bedeuten, es muss hier dann hin. Dann würde ich sie aber so weit wie möglich nach da ziehen. Einen noch darüber geht nicht, ne? Guck an. Auch doof, ne? Krieg ich da nichts hin. Ich da hinbaue. Warte mal, da klick mal ein, so. Dann wird das hier überall reichen, da drüben auch. Brauchen wir sie doch dahin, oder? Und die brauchen aber bestimmt Wasser. Passt. Ne, da waren wir, da sind wir. Wasser ist weg und die werden jetzt auch alle andersfarbig. Hier unten haben wir noch ein Feuerwehrproblem. Hier müssen wir was wegreißen, um die hier hinzukriegen. Wird aber Sinn machen, ne? Könnte ich sie irgendwo hier hinbauen. Da ist ja auch irgendwie was schon, ne? Komm, bauen wir da hin und ist gut. Den Schutthaufen, den können wir da gleich wegmachen. So. Das war eine kleine, das ist eine große. Hier sieht es nicht so doll aus, da in der Mitte auch nicht. Hier passt es auch nicht. Ich kann hier nicht überall Feuerwachen nur hinbauen, ne? Hier, wenn das weg ist. Müsste man da eine große hinbauen vielleicht. Und hier sieht es echt mager aus, ne? Hier ist auch ein Risiko. Hier oben. Da unten. Zack. Bauen wir sie da hin, ne? Und sofort ist hier alles
andersfarbig geworden. Mussten wir auch machen, da sind ja auch schon Häuser abgebrannt. So. Da müssen wir ja rüber noch gucken, nach Feuerwachen. Ah, da sind ein paar Häuser, das ist die Straße hier runter, deswegen, ne? Ist so, ne? Polizei. Brauchen wir eigentlich weniger. Kriminalitätsrate sehe ich jetzt nicht irgendwie in Gefahr. Sieht alles gut aus, oder? Alles blau. Polizeireport hier. Bildung. Ja, Bildung ist so eine Sache, ne? Wo hier hinten fehlt es an Bildung. Da machen wir doch mal gerade eine Schule hin, ne? Passt. Gut. Okay. Hier ist alles gut. Und hier unten gibt es keine Bildung. Oh, ich glaube, da ist schon wieder was voll. Das machen wir dann so und so. Ja, gut. Haben wir. Da fehlt Wasser. Auch interessant, ne? Gut, dann würde ich sagen, beenden wir hier die Folge. Ich sage recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.